So, ein wunderschön. Ja, es geht weiter mit Vanilla, meinte es. Let's Play, dem klassischen. So. Da brauchen wir die zwei. Haben wir. So. Okay. Erstmal ein paar taktische Punkte. Als allererstes, was hat sich geändert? Eine ganze Menge. Also es kamen drei Sachen hinzu. Und Nummer 1 ist, wir haben jetzt eine Liste von Wards, die wir abarbeiten können. Da steht eine ganze Menge drin, sind einfach mal fast drei Seiten. Wie gesagt, Sachen, die man halt so abarbeiten kann, die hat man ja bereits aus dem Mindclone Let's Play. Zweite Sache ist, wir haben Chests bekommen, und zwar sogenannte Dwarver. Kennt man vielleicht aus dem Minecraft-Add-on. Ja, wie gesagt, die Kisten kann man sich bauen, die kann man, sind praktisch normale Kisten, nur haben diese halt nicht, weiß nicht, 24 Fächer oder so, sondern halt nur vier Fächer, zwei Fächer oder ein Fach. Dafür passt aber in ein so ein Fach extrem viel rein und man sieht auf der Schublade gleich, was drin ist. Werden wir dann vielleicht später dann mal durchtesten. Und das dritte ist, es gibt jetzt Large Chests. Heißt also, wir werden jetzt diese Dinger hier nämlich zum Beispiel gleich mal upgraden auf eben jene. Dazu brauchen wir erstmal eine Krumpelkiste. Haben wir kein Holz mehr? Doch, haben wir. So. Wir brauchen eine Krumpelkiste. Oh, okay. Interessant. So. Da packen wir erstmal unser Inventar rein. Okay. Ach doch, H32. Okay. So, jetzt müssen wir hiervon die Kisten, müssen wir die Kisten erstmal entleeren. Ich hoffe mal, wir haben genug Platz im Inventar. Könnte fast reichen. Wow, reicht gerade so nicht. Wir brauchen noch einen Platz frei. Erst du kommst erstmal da rein. So, jetzt bauen wir die Kiste nämlich ab. Achso, wir hätten eigentlich nur einen abbauen müssen. Na gut, okay. So, ja, eh, wir hätten doch nur eine entleeren müssen. Ist schon wieder, Vollidiot. So, jetzt bauen wir eine Kiste hin. Aber wenn wir jetzt noch eine Kiste hinbauen, haben wir zwei normale Kisten. Wenn wir aber die Kiste hier an die Fläche ranklicken mit der Kriechtaste, dann haben wir eine große Kiste. Yay! So, da können wir den ganzen Schutt da wieder reintun. Okay, jetzt bauen wir nur. Achso, erstmal entleeren. So, jetzt bauen wir nur die Kiste hier ab. Weil man kann die Kiste natürlich auch an vorhandene Kisten ranbauen, klar. So. Und jetzt können wir hier das Gedöns mit reintun. Und schon haben wir eine, zwei große Kisten. Das ist doch geil. So, die können wir wieder abbauen. Erstmal entleeren. So, dann gehen wir noch mal ganz schnell, habe ich mir vorgenommen, durch die Dinger durch. Also das wird erstmal eine Quasselfolge. Beziehungsweise ich kümmere mich erstmal ums Feld draußen. Ja, das kam auch noch mit dazu. Das hat man ja vielleicht die Leute, die auf mein Minecraft Let's Play gucken, haben es bereits gehört. Wir haben hier ein neues Hotel. Das habe ich gebaut als Walker. Das habe ich nicht im Let's Play gemacht, weil er hätte einfach zu lange gedauert. Ihr kennt ja alle dieses, also das Gebäude so zu bauen hat 2 Tage gedauert, plus die Nacht dazwischen. Und ihr kennt ja alle das Gronkh-Syndrom. Wenn ein Gebäude so 2 Wochen dauert, 2 Tage dauert, dann dauert das im Let's Play 2000 Folgen. Und das wollte ich euch ersparen. So. Wow, ist ja. Okay, geht überhaupt nicht schneller.
So, haben wir schön viel Wolle. Na nur, er lädt irgendwie diesen Mammutbaum dann nicht so ganz. Komm, lass. Lauf schneller. Warum lädst du nicht? Du kleiner Hurensohn. Normalerweise ist da eine Spitze drauf. Eine richtige Krone. Wisst ihr, wir können auch mal in das Gebäude reingehen. Wäre vielleicht auch mal eine geile Idee. Können wir uns unser Ding mal aus Näheren angucken. Und zwar ist das, wie gesagt, gedacht als Hotel. Heißt also, es ist natürlich kein aktives Hotel, klar. Halt also Spieler dort einquartieren tun sich nicht, das ist einfach nur Optik. So, dann tun wir mal so, wir wären ein Tourist und kommen hier mit dem Schiff an. Oh, wir sind gleich tot. Doch nicht. Oh, hier ist einer gestorben. Warum, das ist ein bisschen Startstoff. Komm, gib. Oh ja. So, heißt also, als Tourist kommt man hier an. Auf der Tür kommt man leider so nicht rauf. Wir müssen uns also einen anderen Weg suchen. Aber hier würde der quasi dieses Schiff anlegen. So kann man sich das quasi denken. Haben wir was zu essen dabei? Nee, ne? Doch, haben wir. So, dann kommen wir hier rum. So. Und dann. Ah, jetzt seht ihr den Baum komplett. Ist ja nett. Mammutbaum. So. Oh mein Gott. So, hier haben wir den Vorraum. Ja, wie ich gesagt hatte, also wie ich bereits im Mindclone-Let's Play gesagt hatte, die beiden Hotels, also wie gesagt, so ein Hotel gibt es auch nochmal in der Mindclone-Welt, die sehen beide genau gleich aus. Nur halt, die Bäume sehen anders aus, weil hier gibt es halt diesen Mammutbaum. Die gibt es in Mindclone nicht, deswegen habe ich in Mindclone andere Bäume hingesetzt. Oh mein Gott. So. Ansonsten, wie gesagt, mehrere Etagen, so wie man halt kennt, klassisches Hotel, mit Räumen, wo man halt schlafen, kleiner Nachttisch. Arbeitstisch mit Lampe, also Lampe ist fürs Bett und ein bisschen Bücherregale oder andere Regale. Kleiner Vorraum. Die untersten Leute haben auch richtig, haben praktisch statt dem Balkon haben sie kleine Beete. Da können sie beten, pflanzen, anpflanzen oder einfach das als schönes Haus betrachten. Ansonsten die Räume sind innerlich alle gleich, sind zwar anders angeordnet, aber die haben inhaltlich das Gleiche. Ja. Da hat man hier hinten so kleine Räume, wo man Sachen lagern kann, wenn die Touristen irgendwelche Koffer haben, die sie hier abgeben möchten. Oder andere Sachen, die sie lagern wollen. Müssen sie nicht alles im Zimmer lagern, sondern können es da in diesen Räumen tun. Ja. Ansonsten halt so ziehe ich alle Etagen weiter hoch. Ist quasi genauso wie in der Mindclone-Welt. Ich habe die erste Etage habe ich von Hand gebaut und habe in diese Etage einfach denn noch fünfmal raufkopiert. Mittels World. So, und hier geht's runter. Hier geht's dann zu unserem Hafen, von wo aus die Touristen ankommen, wenn sie mit dem Schiff ankommen. Also mit dem richtigen Ozeandampfer natürlich. Klar, hier, also ne, die Titanic und so, kommt hier dann nicht so, boom, und das war alles kaputt. Können sie hier so hochlaufen. Dann kommen wir richtig schön direkt ins Hotel rein. So muss das sein. Ja. Das zum Hotel. Würde uns vielleicht interessieren. Wir haben ja hier unser. So, ich soll mal wieder ein bisschen runterdrehen hier. So. Wir haben ja hier unser eigenes kleines Gebäude, Shin. Und müssen da noch ein bisschen Sachen wieder nachpflanzen.
Okidoki, eigentlich müssten jetzt die Samen für alles reichen hier. Dragon Manior ist unter uns, der ist wahrscheinlich in der Höhle. Die netten Spieler haben nämlich hier ein Portal, also ein Fahrstuhl gebaut. Nach ganz unten, hä, wo hänge ich denn fest? Okay. Nach ganz unten auf eine Höhe von minus 1700. Da ist eine riesen Höhle. Und da sind sie immer. Und machen alles unsicher. Ah ja. Ja, auf dem Minecraft-Server, also auf dem hier, Quatsch, auf dem MyTest-Server, gibt es in letzter Zeit ganz schön Aktivität. Wobei jetzt gerade auch ganz schön auf dem MyClone-Server Aktivität ist. Da sind gerade. Oh, jetzt sind nur noch drei on. Ne, ich habe gerade eben nämlich noch ein anderes Let's Play aufgenommen, das Carpenter-Let's Play, oder Carpenter. Hab ja einen neuen Server aufgemacht und dafür habe ich jetzt auch ein Test-Let's Play gemacht. Und während ich das aufgenommen habe, gerade eben, war nämlich gerade auf dem Minecraft-Server 7 oder 8 Leute immer on. War aber gerade Bambuse. So. Okay. Nachgepflanzt haben wir. Dann könnte ich jetzt das hier wieder reinpacken. Falsche Kiste. Da bitte. Dankeschön. Dankeschön. So, wir haben erstmal nur 300 Wolle. Achso, wir haben hier noch 340 Wolle. Heißt also, wir haben noch kein Backpack, oder? Doch, wir haben schon eine Tasche. Geil, dann reicht es ja doch. Nee, reicht es nicht. Wir brauchen noch. Fuck, es reicht gerade so nicht. Wir bräuchten noch 20 Stück davon. Scheiße. Ah, egal, wir können zumindest schon mal so weit machen, wie wir können, wie wir kommen. Hatten wir nicht gerade. Hatten wir nicht 300 noch was? Oder haben wir nur 200? Ich bin verwirrt, keine Ahnung. Okay, dann reicht es definitiv nicht. Da können wir es auch lassen. So, Gott, Alter, was haben wir alles drin? Oh Gott. So, ansonsten, was wir als nächstes machen, wir werden erstmal bei der Höhle da aufhören. Wir werden bei der Höhle aufhören, also mit dem Minenschacht nach unten baggern, werden wir erstmal aufhören und wir werden was Neues in Angriff nehmen. Und zwar, damit wir mit dem Minenschacht schneller vorankommen, möchte ich mir eine Lava-Hacke bauen. Das Ding. Und dafür brauchen wir diese Murmeln. Und diese Murmeln droppen ganz bestimmte Monster. Und zwar diese, sieht aus wie so ein Weihnachtsmann. Wie so ein Schneemann, nur halt in eckig und aus Lava. Und die Dinger laufen gerne auf Lava. Heißt also, wir müssen irgendwo unterirdisch Lavaseen suchen. Und da dann wirklich möglichst viele Monster killen. Und dann haben wir dafür ein paar Kugeln, wenn es geht, 3 Stück. Jo. Und dann haben wir eine Lava-Axt. Und können damit denn das Ding da schneller zu Ende bauen. Die hält erstens länger und zweitens bolzen wir halt auch viel schneller ab. Soweit ich weiß. So, die Frage ist, haben wir alles, was wir dafür brauchen? Wir haben keine Rüstung. Das fängt schon wieder scheiße an. Dann hat sich ja meine Monsterjagd quasi gleich wieder erledigt. Doch, wir haben zwar haufenweise Eisen, aber das ist mir ehrlich gesagt, wir haben gerade mal 80 Eisen. Da ist mir denn schon fast zu schade für. Fuck. Ha! Machen wir das oder machen wir das nicht? Warum haben wir immer noch keine Rüstung? Ich verstehe das nicht. Gott, ich muss doch jetzt hier ausrumpeln. Sag ich nicht, was habe ich denn da für Scheiß drin? Ach so, von den Bohnen, was wir da gerade aufgesammelt haben. Ja gut, das ist natürlich klar. Da ist natürlich, kam schon viel Scheiße mit. Wisst ihr was? Wow. So. Easy. Oh, der ist zweimal gestorben, Typ. Nice.
Ist er da vom Dach runtergefallen oder was? Ah, das Dach ist nämlich ganz schön hoch. Aber wie kann er, weil man kann aus dem Dach so seitlich nicht rausfallen. Man kann nur auf da runterfallen und da hinten runterfallen. Aber wie ist er denn hier vorne gestorben? Oder er ist vom Balkon gesprungen, kann das nicht auch sein. Wenn man sich dumm genug anstellt, kann man auch da runterfallen. Okay. Wir haben auf jeden Fall ein Schwert. Also der Monsterjagd steht an sich erstmal nichts im Weg. Auch, wir können auch mal wieder ein paar Werkzeuge kombinieren. Allerdings hätte ich dann tatsächlich erstmal eine Rüstung. Weil komplett ohne Rüstung reingehen ist scheiße und ich weiß nicht. Mal gucken. Bronze, sowas haben wir gar nicht. Das Einzige, was wir wirklich haben, ist Eisen. Alles andere wäre dann gleich wieder zu schwach. Ich meine, Kaktus und Holz ist wirklich ein Witz. Andererseits, wir haben so viel Kaktus. Es wäre vielleicht mal ganz witzig, daraus eine Rüstung zu bauen. Das wäre das erste Mal, dass ich eine Rüstung aus Kaktus habe. Oh, komm, doch, machen wir. Easy. So, ich glaube mal, das Level wird dabei nicht allzu hoch sein. Ah, Level 34 ist ein Witz. Ah ja, was soll's. Gibt's hier ein Advanced? Ja, es gibt ein Enhanced. Dann nehmen wir zumindest mal das Ding. Das heißt also, wir brauchen. Du kommst noch mal raus. Hier von zwei Stück. Dann kommst du bitte einmal. Du nach da, du nach da. Bam. So, mal gucken, wie viel das bringt. Wir hätten jetzt, glaube ich, Level 34 und jetzt haben wir Level 37. Ja, voll. Ey, das bringt voll viel, Digga. Wir sind jetzt quasi Herkules. Sieht das scheiße aus. Ey, kann ich das geil aus? Oh Gott, das kannst du doch keinem erzählen. Hä, welche Taste? Ja gut, kann man machen, kann man machen. Definitiv. Okay, wenn wir auf Monsterjagd gehen, dann brauchen wir auf jeden Fall Verpflegung. Das heißt, du kommst raus, erstmal den Platz machen. Wisst ihr was? Wenn ich gerade schon mal hier bin, dann kann ich die beide jetzt gleich kombinieren. So, bam, fertig. Habe ich schon mal eins Loot mehr. Ja, Schippe brauchen wir auf jeden Fall eigentlich nicht. Wir brauchen auf jeden Fall Äxte. Da brauchen wir auf jeden Fall die beide. Die Axt brauchen wir nicht. Du kannst auch erstmal raus. Du auch. Du auch. Du bist aber. Das packe ich lieber alles hier rein. Ach Mann, ey. Ich fick euch alle so hart in den Arsch. So, Gras brauchen wir auch nicht. Kommt da rein. Äpfel haben wir auch gerade mal 16 Stück. Gott. Haben wir keine Äpfelbäume? Ne, haben wir nicht. Na gut. Dann ist das legitimisiert. Geiles Wort. Gut, wir nehmen auf jeden Fall Brote mit. Ich glaube mal, das sollte als Proviant auf jeden Fall reichen. Und das andere lassen wir erstmal hier. Gut, dann haben wir haben ein Schwert, wenn wir auf Monster treffen und um die Monster zu besiegen. Wir haben Spitzhacken, falls wir uns den Weg frei bauen müssen. Rüstungskammer, Proviant haben wir. Was können wir noch gebrauchen? Gute Frage. Ja, das war's erstmal. Gut, dann soll es jetzt erstmal damit gewesen sein. Und dann in der nächsten Folge geht es dann los. Da erkläre ich dann, also da stelle ich dann erstmal kurz die Wortliste vor. Und dann gehen wir auf Monsterjagd.